Hi, ich bin Hexien und ich rede heute über die bequemsten Gepäckablagen im ICE. Das da bin ich und mein Horn, Emma. Emma fährt auch oft mit Zug, deshalb habe ich sie jetzt auch beim Talk mit dabei. Ich habe ja gesagt, dass ich gerne Bahn fahre. Ich fahre sehr gerne Bahn. Ich habe allein dieses halbe Jahr, das vergangene, habe ich ungefähr 50.000 Kilometer in der Bahn zusammengefahren. Ich muss auch noch einen kleinen Disclaimer in meinem Talk vorab packen. Das hier ist meine Meinung. Das ist nicht repräsentativ der DB Fernverkehr. Wenn der Zug voll ist, und zwar voll voll, dann nehmt bitte einfach einen anderen Zug. Und den Anweisungen des Personals ist auch immer Folge zu leisten. Wenn die Kollegen im Zug sagen, der Zug ist voll, dann ist der Zug voll und habt ihr da nicht einzusteigen, auch wenn ihr jetzt wisst, wo ihr euch hinsetzen könntet. Fangen wir doch einfach mal an mit dem ICE3. Der ICE3, bisschen älteres Fahrzeug, hat inzwischen ein Redesign durchgangen. Jetzt fährt eigentlich nur die ICE3R Redesign rum. Kann man sehr gut sitzen. Hat die Panorama-Lounge, alles sehr toll. Das Wichtigste vorab, wo dürft ihr euch nicht hinsetzen? Hier gibt es einmal den Rollstuhlbereich, den anderen Rollstuhlbereich und den Kinderwagenabstellplatz hier. Da, auch wenn gerade keine Leute das brauchen, bitte nicht hinsetzen. Einfach diese Plätze sind freizuhalten für Leute mit Kinderwagen oder Leute mit Rollstuhl aus bekannten Gründen. Dann anschließend gibt es hier das Bordrestaurant mit Bordbistro. Auch dort, wenn ihr nicht esst oder trinkt, bitte lasst es einfach. Es ist extrem nervig, wenn man Hunger hat, ins Bordrestaurant kommt, sich eigentlich hinsetzen will und dann ist das voll mit Leuten, die seit 4 Stunden einen Kaffee trinken. Jetzt aber, wo könnt ihr euch hinsetzen? Das hier ist ein normaler zweite Klassewagen aus einem ICE3. Wagennummer ist dann immer 2131 für den Endwagen oder 2232 für den Wagen dahinter. Und da kann man schon so ein paar Plätze entdecken. Hier gibt es zum Beispiel diese wunderschöne Stufe, die ich gleich erläutern werde. Dann gibt es hier eine Garderobe. Hier hinter den Sitzen ist ein bisschen Platz. Und ansonsten gibt es hier diese beiden Gepäckregale, beziehungsweise hier diese beiden Gepäckregale. Dann gibt es die Türbereiche. Gibt ein paar Orte, wo man sich schön hinsetzen kann. Als allererstes mal die Stufe. In der Lounge, Panorama Lounge, also ganz, nein, das war die falsche Slide. In der Panorama Lounge, also hier vorne, direkt vor dem Führerstand, gibt es diese Stufe hier, auf die kann man Gepäck aufladen und wenn dort noch kein Gepäck steht oder wenn dort nur so zwei Rucksäcke stehen, kann man sich da auch phänomenal gut hinsetzen. Kann ich sehr empfehlen. Die Füße sind nicht irgendwie kreuz und quer, sondern man kann die Füße schön über diese Stufe runterbaumeln lassen. Das geht von der Höhe her gerade so. 1A-Platz. Wenn dieser Platz schon voll ist, dann gibt es allerdings auch noch diese Möglichkeit, hier ist diese Garderobe, ebenfalls in der Panorama-Lounge, direkt gegenüber von der Stufe. Da kann man sich auch sehr schön hinsetzen. Das ist von der Höhe her vielleicht als kleinere Person nicht ganz so geeignet, aber zumindest für mich ist das super. Kann ich mich draufsetzen. Meine Füße können gerade noch so den Boden berühren, aber ich kann sie auch baumeln lassen, wenn ich da Lust drauf habe. Ist meistens auch sauber. Dann gibt es noch als nächstes direkt neben dem Einstiegsbereich gegenüber von der Lounge diesen wunderschönen Platz hier zwischen den Sitzen und der Glastür. Das sieht auf dem Bild jetzt etwas eng aus, aber solange man nicht unglaublich breit ist, passt man da auch noch rein. Der ist, um es nochmal auf dem Diagramm zu zeigen, ist hier dieser Platz. Den gibt es auch durch den Zug verteilt noch ein paar Mal hier. Allerdings ist es hier nochmal deutlich enger als hier. Da passe ich zum Beispiel auch nicht mehr rein. Da setzt man sich dann lieber in das Regal daneben. Das sind soweit die Plätze im ICE3, die ich sehr gut empfehlen kann. Die sind größtenteils in der Panorama-Lounge und da kommt auch schon so ein Problem mit rein. Das funktioniert nur, solange die Panorama-Lounge nicht für die Kollegen auf Gastfahrt reserviert ist. Das ist im Moment noch der Fall, zum Teil. Und auch dort würde ich euch bitten, wenn das Schild dran hängt, reserviert fürs Bordpersonal, bitte haltet die Lounge auch wirklich frei. Die Kollegen auf Gastfahrt brauchen diesen Raum zum Zurückziehen, damit sie nicht die ganze Zeit, obwohl sie gerade nicht im Dienst sind, sondern auf Gastfahrt gestresst sind. Dann gehen wir weiter zum ICE4. Auch da im ICE4 gibt es natürlich wieder die Plätze, wo man sich nicht hinsetzen soll. Diese Plätze sind diese beiden Kinderwagenabstellbereiche, die vier Behindertenplätze hier, sowie das Kinderabteil hier. Das Kinderabteil ist so eine Grauzone. Wenn dort nicht eine Familie drin ist und wenn das nicht reserviert ist, kann man sich da schon reinsetzen. Aber auch dort gilt es. Es hat halt eigentlich einen Zweck, wofür es da ist und für die Leute, die es brauchen, ist es ja praktisch, wenn sie das dann auch tatsächlich benutzen können dafür. Auch im Vierer gibt es natürlich das Bordbistro und das Bordrestaurant und auch hier wieder, wenn ihr nichts isst. Es ist nervig, bitte setzt euch einfach nicht rein. Genau.
dann die Plätze, wo man sich sehr gut hinsetzen kann. Gibt es natürlich die Möglichkeit, im Vierer sind die Türbereiche relativ bequem, da kann man sich hinsetzen und kann die Füße dann diese halbe Stufe auch wieder runterpacken, das ist recht angenehm. Es gibt leider diese beiden Plätze in der Lounge nicht, da die Lounge im Vierer wegfällt. Stattdessen gibt es hier dieses Pseudo-Abteil, aber das ist halt meistens voll, ist mit Hinsetzen etwas blöd. Dafür gibt es dieses Fahrradabteil, diesen Mehrzweckbereich hier. Wenn keine Fahrräder drinstehen, dann ist das super zum Hinsetzen, aber auch wenn Fahrräder drinstehen, dann ist meistens hier, wo diese Fahrräder aufrecht stehen, ein bisschen Platz zum Hinsetzen, ohne dass man die Tür versperrt. Oder man setzt sich hier drüben hin oder die Klappsitze sind meistens auch nicht belegt, selbst in einem vollen Zug. Und dann gibt es im Vierer, wie üblich, die Gepäckregale. Da kann man sich unten sehr gut reinsetzen. Mit einer Isomatte kann man sich auch eine Ebene weiter höher legen. Und was es im Vierer gibt, was es im Dreier nicht gibt, ist diesen Platz hier zwischen Platz 53, 43. Da ist eine Lücke. In diese Lücke kann man sich super reinsetzen und hat seine Ruhe. Und meistens stellen da Leute auch keine Koffer rein, weil da ist ja auch direkt daneben, beziehungsweise gegenüber ein Gepäckregal, kann ich sehr empfehlen. Auch wenn man mit Gepäck reist, kann man das Gepäck da sehr gut unterbringen, weil, naja, ist genügend Platz. Genau. Das war es dann soweit von mir zu den bequemsten Gepäckablagen. Vielen Dank fürs Zuhören und euch noch einen schönen